Hey ihr Lieben, einen wunderschönen, wundervollen guten Abend. Ich habe gerade das Live-Video gesehen von Amir und Reza und muss da ein bisschen was dazu sagen. Ich respektiere natürlich die beiden wirklich sehr. Ich schätze sie sehr, sie machen einen großen Dienst. Doch es wurde angesprochen von wegen AfD nicht wählen. Ja? Wir sollen die Welt nicht lieben, ja, und sowas. Ist richtig, wir sollen keine falsche Liebe haben, aber was heißt denn das? Wir können das ganz easy besprechen. Wie ihr wisst, mache ich das ja immer ganz einfach, dass man das auch gut versteht. Ja? Unsere Liebe soll keine falsche sein. Ja? Wir sollen alle Menschen lieben, habe ich ja schon oft genug in den Videos gesagt. Wenn wir erkennen, dass dieser Mensch uns an die Kehle will, soll unsere Liebe keine falsche sein. Ja? Und den Klopf abklopfen und gehen. Es nicht weiter versuchen, sagt hier Gott ganz klar. Er sagt hier ganz klar, wir sollen es nicht weiter versuchen. Was tun wir denn gerade? Was tun wir denn? Wenn wir zu Menschen gehen und sie vom Christentum überreden wollen, ja? Was benutzen wir denn? Wir benutzen die Schrift, wir benutzen Logik. Wenn wir sehen, dass Menschen Fragen stellen, weil sie es logisch verstehen wollen, versuchen wir es ihnen rhetorisch, logisch, ja, und sowas zu erklären. Benutzen hier Sachen, die weltlich sind. Ja. König David. Wir lernen in der Bibel ganz klar, ja, dass der König, der gerecht ist, dass das Königreich Davids bis in alle Ewigkeit, ja, von Gott, ja, was ist das, Jeremia 6, Vers 5, lest das mal durch, ja, da lest ihr, ja, das war ja früher, das hat doch nichts mit heute zu tun, nein, ja, ist das Blut Davids verloren gegangen? Wir vergessen immer wieder, ja, dass wir glauben, die das Blut Davids nicht haben, die das Blut Davids vergessen haben, die es nicht mehr in Betracht ziehen, sind die glauben, dass Gott alles tut. Das ist, was ich immer meine. Wir müssen Altes Testament mehr lesen, ja. Wir müssen mehr Altes Testament lesen. In dem Alten Testament lernen wir ganz klar, ja, wie Jesus, ja, sogar Josef nach Ägypten schickte, um Ägypten zu schützen. Und was war Josef? Josef war der Stellvertreter eines Gottes der alten Welt, der Pharaonen. Ja, er hat sich sogar Gott genannt und Gott hat ihn, weil der Pharao gerecht war, weil er ein gerechter König war, nicht gesagt hat, mir scheißegal, was mit meinem Volk passiert, wir haben jetzt Plage, alles ist kaputt, ich nehme mir so viel Geld, wie ich kann, um zu überleben und zieh ab. Hat das der Pharao gemacht? Nein, er hat Josef, einen Mann Gottes, ja, seine ganze Macht übertragen. Nur noch der Pharao selbst stand über ihn. Ja? Und das Land wurde errettet. Ja? Mehr Altes Testament lesen, liebe Leute. Gott macht alles. Ja, natürlich macht er alles. Er wählt aber auch seine Leute aus. Er wählt seine Leute aus. Und die an ihn glauben, Gottvertrauen haben. Ja? Und ein König, ja? Ein König, der Politik betreibt, ja? Die Politik Jesus verbreitet, gerecht ist. Wir lesen es im Alten Testament. Der König, der gerecht ist, ja, der wird den Schutz Gottes haben. Lernen wir im Alten Testament. Ja. Und wie die Geschwister gesagt haben, ich sage es selber immer, vertraue nicht den Menschen, denn du bist verflucht. Ich gehe sogar so weit, dass ich auch meistens nur das lehre, was Jesus sagt. Nicht, was Paulus, Petrus oder sonst wer gesagt hat. Ja. Denn wir sehen, dass da manchmal Unterschiede gibt, ja, aber es kein Widerspruch ist, weil wir da die Antwort haben, dass es verschiedene Perspektiven sind, von denen gesprochen wird, ja, das ist die Antwort darauf,
Ja? Und darum vertraue ich nur auf Jesus, das ist richtig. Aber wisst ihr, das Glauben, ja, dass Jesus kommt und hin und her, ja, das haben wir schon vor 500 Jahren geglaubt, vor 300, ja, vor 1000 Jahren, ja, vor 1800 Jahren, ja, die Jünger selbst, ja. War das Petrus oder Paulus, wer war das, der von der Endzeit gesprochen hat und glaubte, die Endzeit kommt bald. Ja, wir haben jetzt 2000 Jahre danach. So, und ich werde euch das jetzt hier ganz einfach erklären. Ich werde euch das jetzt ganz easy peasy machen. Ja? Polen macht die Grenzen dicht, lässt kaum Muslime rein, lässt eine limitierte Zahl Muslime rein. Haben bisher null Terroranschläge gehabt. Okay? Deutschland hat eine ganz andere Politik wie Polen, ja? Polen hat eine ganz andere Politik, ja? Sein Volk zu schützen vor diesen Geisteskranken, die kommen, ja? Nicht alle, ihr versteht, was ich meine. Und Deutschland schützt sein Volk nicht, ja? Natürlich kommt dann die Strafe, ganz klar. Aber hier sehen wir doch, dass Polen beschützt, christlich ist, ja? Ist das Gott, die Polen jetzt hier beschützt, dass die Moslems trotzdem nicht irgendwie durch die Mauern kommen und durch die Zäune klettern? Hm? Polen beschützt sein Volk mit Politik und Gott lässt also nicht zu, dass diese Menschen trotzdem einfach über die Zäune springen. Jetzt könnte natürlich ein ganz Schlauer von euch sagen, ja, Polen ist auch nicht so reich wie Deutschland, deswegen wollen die nicht nach Polen. Ja? Kommen wir zu Kroatien. Ja? Kroatien ist auf Platz 3. Ja? Für euch, falls ihr so ein Schlaumeier denkt, der kann sich hier jetzt gegen argumentieren. Polen, Kroatien, ja? Kroatien hat im Jugoslawienkrieg in der Statistik die meisten Muslime getötet. Es waren gar nicht die Serben. Wo die sich dann eingemischt haben, waren es die Muslime. Hat Gott die Kroaten bestraft, dass die mehr aufpassen, dass nicht so viele Muslime reinkommen und hin eine ganz andere Politik fahren? Hat Gott sie bestraft? Oder ist Kroatien jetzt komischerweise auf Platz 3 in Europa? Kroatien ist auf Platz 3, wenn es um das Sozialsystem geht. Ja? Ich glaube, in Polen bekommt man 57% Rente von dem, was man zuletzt gearbeitet hat, irgendwie sowas. Ja? 57 oder 7, ich weiß es jetzt leider nicht mehr. Es ist ein paar Monate her, ich habe es leider vergessen. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Probleme mit der Erinnerung. Schon als Kind, Entschuldigung. Ihr könnt es aber ja nachgucken, ja? So. Ja, was denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Obama selbst hat dieses Gesetz gemacht, dass die Moslems in Amerika nicht reinkommen, so viele. Und hat über eine Million auf einmal abschieben lassen. Trump hat dieses Gesetz nur aufrecht gehalten und erneuert, weil es, glaube ich, nur 8 Jahre geht oder sowas. Und hat das wieder aufrecht gehalten. Und in den ersten 4 Jahren darf es nur so und so viele. Dann in den nächsten 2 Jahren und in den nächsten 2 Jahren, bis diese 8 Jahre vorbei sind, darfst du dann nur so und so viele abschieben. Ne? Irgendwie so ist das Gesetz doch. So. Trump hat das nur erneuert. Das Gesetz war von Obama. Ja? So, und jetzt mache ich es noch ganz einfach für euch. Noch ganz einfach für euch. Deutschland hat 60% Christen. Ein Chinese, der viel studiert, letztens hat sogar 66% gesagt. Ich sag mal 60%. Ja? Der hat letztens gesagt, dass Deutschland noch 66% Christen hat. Wenn diese Christen, ja, so sind jetzt wie Polen, ja, Polen tötet ja niemand, die töten ja niemand, die greifen ja auch niemanden an. Die machen nur die Grenzen dicht und passen auf, wer reinkommt. Wenn jetzt Deutschland das macht, was würde passieren? Keine Terroranschläge mehr, ja, wenn die gucken, aufpassen, wer denn da reinkommt. Keine Terroranschläge mehr, keine Toten mehr, ja.
einer in der Politik gewählt wird, der, ja, der gerecht ist, wie wir es in dem Alten Testament lernen, der gerecht ist und dem Weg Jesus folgt. Ja, ja, wir haben da lesbische und schwule Menschen und sowas, das haben wir aber überall. Ja. Und lieber Reza, Entschuldigung, aber wenn man die AfD wählt, ja, und dann, du hast ja behauptet, wenn man die AfD wählt, kann man gleich die NPD wählen. Also Alice Weidel zum Beispiel, die hat 10 Jahre in China gearbeitet, ja, die hat 10 Jahre in China gearbeitet, spricht perfekt Mandarin, ja. Viele Gründer der AfD, viele Mitgründer der AfD sind Russen. Viele Mitgründer der AfD, die ist jetzt 5 Jahre alt circa, 2013 war das, ja, im Jahr 2013 gegründet, von vielen Russen, von vielen Deutschen, die, der eine ist mit einer Philippinerin verheiratet, der andere mit einer Russin verheiratet, viele Russen haben die Partei mitgegründet und aufgebaut. Da muss ich, wisst ihr, das ist, was ich meine. Ja, wir müssen unter uns Christen ehrlich sein und sagen, was wir denken. Wenn Reza richtig ist, ja, diese Sache muss man begründen, die man behauptet. Man kann nicht sagen, wer die AfD wählt, kann man gleich die NPD wählen. Das kann nämlich gar nicht sein. Ich sage euch nämlich, was ein Nazi ist. Wisst ihr, was ein Nazi ist oder ein Extremrassist? Der würde niemals einen Fuß außerhalb von Deutschland treten. Das ist ein Rechtsradikaler. Der würde niemals einen Fuß in Frankreich über die Grenze auch nur einmal kurz tippen und wieder zurückgehen. Das ist ein Rechtsradikaler. Der würde niemals, ja, nach China gehen, dort 10 Jahre arbeiten. Unter keinen Umständen. Das ist ein Nazi, ein extremer Rechtsradikaler. Okay? Der würde ein Rechtsradikaler, ein Nazi, würde niemals eine Philippinerin heiraten. Niemals. Denn Philippiner sind in den Augen von Nazis Affen. Okay? Und Russen genauso und Juden genauso und alles Mögliche. Ja? So. Gut. So. Wenn wir die AfD wählen, ja? Wir können doch nicht sagen, das ist, was ich meine, wir können nicht sagen, hört auf, die AfD zu wählen. Können wir doch gar nicht. Ja? Wir sehen nochmal, wir sehen es doch im Alten Testament, sehen wir doch, dass, da haben wir doch alles gelernt, ja. Moses ist zu einem Pharao gegangen, ja, der ungerecht war, ja, ein Sklaventreiber war und hin und her und die Menschen sehr schlecht behandelt hat und hin und her und der hat seine Strafe bekommen, ja. Und wir sehen dann aber der andere Pharao, seltsamerweise, bekommt, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, eben habe ich es doch gesagt, ihr wisst wen, ja, bekommt den geschickt, bekommt die ganze Macht und rettet Ägypten, ja, Josef, genau, was hätte jetzt Josef sagen sollen, ich lege alles in Gottes Hand, ich mache gar nichts. Tut mir leid, Pharao, ich kann dir nicht helfen. Lass mich im Gefängnis verrotten. Ich lasse alles in Gottes Hand. Seht ihr? Schwachsinnig, nicht wahr? Wisst ihr, dass das schwachsinnig ist? Wisst ihr, wir müssen auch bedenken, es gibt Menschen, Gott vertrauen. Ja? Ich sage selber, wir müssen Gott vertrauen haben. Aber Gott ist doch, der alles lenkt. Gott ist alles, der alles lenkt. Er schickt genau diese Menschen. Glaubt ihr, diese Prophetin, das ist alles vorbei? Ich sage selber immer, ich bin kein Prophet und hin und her, man soll aufpassen, wer sich Prophet nennt. Aber glaubt ihr, Gott schickt uns keine Propheten, die uns eben nicht, ja, nur die Teilwahrheit sehen? Wie oft hat Gott den Juden beauftragt, weltlich zu agieren, selbst, ja, das Werkzeug in die Hand zu nehmen? So. Und jetzt, meine Lieben, passt ganz gut auf. Ja? Jesus sagte, wer das Schwert in die Hand nimmt, wird durch das Schwert umkommen. So, und jetzt hört genau zu. Die 12 Jünger sind, ja,
ausgegangen in die Welt und haben das Wort verbreitet. Und jeder Einzelne ist umgekommen, ohne das Schwert in die Hand zu nehmen. So. Was sagen euch die Leute? Was sagt euch Satan, der euch Christen paralysieren will? Kämpft nicht. Wehrt euch nicht. Jesus hat gesagt, wer das Schwert in die Hand nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Ja. Sie haben das Schwert nicht in die Hand genommen. Und sie wurden alle getötet, bis auf Johannes, glaube ich, der dann im Gefängnis starb. Ja? An alter Schwäche dann oder sowas. Ne? Die anderen wurden alle brutalst ermordet. Und sie haben das Schwert nicht in die Hand genommen. Also was heißt das jetzt hier? Das heißt, dass Jesus gesagt hat, in dem Moment, wenn ihr jetzt das Schwert in die Hand nehmt und euch wehrt, werdet ihr sterben und euren Auftrag, die Welt christlich zu machen, nicht einlösen. Hätten die sich gewehrt und wären die auf die Römer gegangen, sie hätten sie alle getötet und es wäre vorbei gewesen. Versteht ihr? Ja? Gut, ich muss natürlich zugeben, ich bin seitdem ich 5 Jahre alt bin Christ. Ich will jetzt hier nicht hochmütig klingen. Ihr müsst natürlich bedenken, dass es Menschen gibt, die das Blut und den Geist nicht so stark haben. Sie sind Ex-Muslime. Viele sind Ex-Muslime und hin und her. Und ich will jetzt hier nicht angreifen, um Gottes Willen. Aber ich denke mal, ich habe das hier gerade wirklich sehr gut erklärt, ja, dass das falsch ist, was da gesagt wird. Ja. Das ist aber auch nicht schlimm, denn dafür sind wir Christen ja da, um zueinander zu lehren. Wenn ich falsch bin, dann bitte ich sogar darum, dass mich jemand korrigiert. Aber wird ziemlich schwer mit dem, was ich gerade gesagt habe, nicht wahr? Also ihr Lieben, ja? Wenn ihr einen gerechten König wählt, denn nur Gott sein Herz kennt, ihr aber den Geist habt und Prognosen erstellen könnt, ja? Kann ein gerechter König, ja? Der vielleicht nämlich auch von Gott eingenommen worden ist, das Richtige tun, denn der König hat Macht. Ja? Und der Gott kann diesen König benutzen. König David, ihr Lieben. Er versprach, dass das Königreich Davids im Alten Testament in Ewigkeit, ja, von Gott beschützt sein wird und gelenkt sein wird und hin und her. Ja? Das ist Jesaja 6,5 oder Jeremia 6,5, verdammt, Entschuldigung. Jesaja oder Jeremia 6,5. Ja, da verspricht er das. Hast du das Blut Davids? Wenn nicht, dann wirst du das nicht verstehen. Darum haben wir einander, dass wir der eine von dem anderen lernen. Wenn du das Blut David hast, dann wirst du das verstehen. Denn dann bist du, ja, der den Schutz Gottes auf Ewigkeit versprochen wurde. Auf Ewigkeit? Welche Ewigkeit? Die Ewigkeit deiner Geburt, bis du das ewige Leben erreichst im Himmel. Wird Gott bei dir sein und dir sein Erbe schenken, ja? Ihr Lieben, machen wir es doch ganz einfach. Wählen wir die AfD und dann sehen wir, was passiert. Wählen wir nicht die AfD und dann sehen wir, was passiert. Wenn wir die AfD nicht wählen, wissen wir ja jetzt schon, was passiert. Wenn wir die AfD nicht wählen, wissen wir, was passiert. Was? Die Muslime drängen in uns ein, ja, und machen uns kaputt. Wenn wir die AfD wählen, schauen wir doch mal, was passiert. Vielleicht haben wir dann einen Zustand wie heute in Kroatien, wo die Menschen, die alten Menschen glücklich sind, jeden Tag ihren Kaffee draußen trinken, genug Rente bekommen. Ja? Die Polen keine Angst haben, dass ihre Kinder vergewaltigt werden, getötet werden. Ja? Gut. Also ihr Lieben, ich wollte nicht hochmütig klingen, man muss nur manchmal wirklich selbstbewusst die Sachen sagen. Ja?
Wenn man etwas sagt, muss man das selbstbewusst sagen und auch glauben daran, dass das Richtigkeit hat. Das ist alles. Ja? Wir sehen es in der Welt. Wir sehen in der Welt, ja, dass Polen mit ihrer Politik richtig fährt. Und hier von wegen, wir sollen die Welt nicht lieben, ja, das ist richtig. Was heißt das? Das heißt, ich soll meinen Garten nicht mehr als Gott lieben. Ich soll mein Auto nicht mehr als Gott lieben. Ich soll sogar meine Frau nicht mehr als Gott lieben. Ja? Ich soll das Geld nicht lieben, denn das Geld ist die Wurzel alles Übels. Ja? Denn Gott, so, wir sollen die Welt nicht lieben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat. Haben wir jetzt hier einen Widerspruch? Haben wir hier einen Widerspruch? Hat Gott sich widersprochen? Nein. Verstehen. Welche Welt Gott hier meint? Es gibt zwei Welten. Ja? Die geistliche Welt in Gott und die weltliche Welt. Ja? Das Fleisch, die Sünde, die wir im Geiste zuerst begehen und dann im praktischen Jahr. Ja? Das Geld, das Auto, das Haus. Macht über die Welt. Das alles sollen wir nicht lieben. Doch Gott hat die Welt so sehr geliebt. Was hat er geliebt? Die Menschen. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Lieb deinen Feind. Ja? Okay? Und wenn wir einen König wählen, der nämlich so liebt, wie Gott es auch beauftragt hat zu lieben, gerecht zu sein zu seinem Volk, ein christlicher König zu sein, das Christentum zu verteidigen und zu fördern, ja, und natürlich auch die Juden zu beschützen, sein Volk, seine Kinder, ja, ihr Lieben. Gut, ich denke, das reicht, ja, Schachmatt, ja, Dr. Wake Up, no chance, Freunde, sorry, aber ist leider so. So, also, hör zu. Ich möchte noch gerne ein paar Sachen sagen zu Muslimen, die dieses Video gesehen haben. Muslime, ihr seid so lächerlich. Es regt schon langsam auf. Ja? Da habe ich wieder einen Kommentar gelesen von wegen von einem Muslim. Vergisst nicht, Jesus war